tatsächlich, das Peer-to-Peer-Leistungshandel ist, ja, man liest es hier überall, ZVI Electrifying Ideas. Einmal im Jahr wird ein Award verliehen. Den hat dieses Konzept im letzten Jahr gewonnen. Und es geht darum, auch mal ein bisschen über das Gebäude hinwegzuschauen. Die Hager Group natürlich typischerweise im Gebäude vertreten. Hier schauen wir mal in die Netze rein und schauen, was wir in den Netzen anders tun können, als wir es vielleicht heute tun. Ein paar Worte über mich. Ich leite den Bereich Business Development in unserer Gruppenstrategie, darf mich daher mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen innovativen Ideen beschäftigen, die sich auch außerhalb unseres Standardportfolios befinden. Standardportfolio für diejenigen, die noch nicht bei uns waren, gibt es 50 Meter hier geradeaus auf unserem Stand zu sehen. Da sehen Sie alles, was Sie heute bei uns kaufen können. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über Dinge, über die wir nachdenken und richte ein wenig den Blick heute in die Zukunft. So. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Themen, die in der Zukunft liegen? Warum wollen wir Dinge anders tun, als wir sie heute tun? Grundthematik ist natürlich, die immer mitschwingt, Klimawandel und aus dem Klimawandel abgeleitet die Energiewende. Denn das ist wichtig im Kopf zu behalten. In Deutschland über 35% der Endenergie wird in den Gebäuden verwendet. Und somit spielt das Gebäude eine entscheidende Rolle, wenn wir die Energiewende richtig machen wollen. Nur richtig machen heißt mehr tun, als nur die Erzeugungsform von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger umstellen. Sondern was wir hier brauchen, ist ein kompletter Umbau des gesamten Energiesystems. Und hierzu ist der Peer-to-Peer-Leistungshandel ein mögliches Element, um das voranzutreiben. Ich sage das gerade, viele denken oder sehen unter dem Begriff Energiewende den Umbau weg von unseren planbaren zentralen Großkraftwerken, die wir in der Vergangenheit hatten, die wir immer noch haben, hin zu erneuerbaren Energien, typischerweise Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die zum einen über das ganze Land verteilt, in kleineren Einheiten aufgebaut sind und zum anderen volatil erzeugen. Das heißt, zu der Volatilität auf der Verbrauchsseite, die man in der Vergangenheit durch die Steuerung der zentralen Großkraftwerke ausgeglichen hat, kommt nun auch eine Volatilität auf der Erzeugungsseite hinzu. Das heißt, sowohl der Verbrauch als auch die Erzeugung fangen über die Zeit an zu schwanken und zu fluktuieren. Und alle von uns hier wissen natürlich, Strom muss idealerweise dann verbraucht werden, wenn er erzeugt wird, oder er muss zwischengespeichert werden. Speicher sind wir heute relativ begrenzt unterwegs. Komme ich zu, wie wir da etwas besser werden können. Andererseits ist natürlich das Effizienteste möglich, den Verbrauch in die Zeiten der Erzeugung zu legen. Um das tun zu können, müssen wir uns anschauen, wie wir unsere Netze managen. Und das Managen der Netze, das ist der zweite große Block der Energiewende, den wir angehen müssen, den wir die letzten 10, 20 Jahre, seit wir Energiewende betreiben, ja etwas stiefmütterlich behandelt haben. Wenn ich von Management der Netze rede, meine ich natürlich Management auch der Lasten und der Erzeuger, die in den Verteilnetzen installiert sind. Das heißt, all die Kälte-Klimaanlagen, die Wärmepumpen, die Elektrofahrzeuge, die stationären Batteriespeicher, die dezentralen PV-Anlagen, die gehören natürlich dazu. Und klar, wo befinden die sich typischerweise? Im Gebäude. Hinter dem Hausanschlusspunkt, hinter der Technikzentrale, dem Zählerplatz, finden wir all diese Komponenten. Und wenn wir über Elektroauto reden, ein kleiner Umschweif darum, heute sehen wir das Elektroauto gerne als Teil des Problems, als große Last im Gebäude, die wir irgendwie handeln müssen. Aber tatsächlich ist das Elektroauto nichts anderes als ein sehr, sehr großer, flexibler Speicher, der geladen werden kann, aber der zukünftig auch entladen werden kann, um das Gebäude, aber auch das Netz und somit andere Gebäude in der Nachbarschaft, in der direkten Umgebung beispielsweise zu versorgen. Da fragen Sie sich natürlich diejenigen unter Ihnen, die vielleicht ein Elektroauto fahren, Mensch, kann das meine schon? Weiß ich nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass heute schon die ersten Autos mit dieser Bidirektionalität, mit dem bidirektionalen Laden, wie es heißt, verkauft werden
Und es gibt welche, die werden schon mit der Technologie verkauft, haben aber die Software noch nicht installiert dafür und werden zukünftig updatefähig sein. Auch das ist ganz spannend zu sehen. Das ist kein Zukunftsthema, was irgendwann mal kommt. Die bidirektionalen Autos, diese Flexibilität gibt es heute schon. Ich hatte es gesagt, das Gebäude ist das Element oder das Konstrukt, wo all diese Komponenten zusammenkommen. Und wenn wir einfach mal reinschauen in die Gebäude, wo wir heute stehen, beziehungsweise letzten Jahres gestanden sind, dann sehen wir, wir hatten knapp 500.000 PV-Anlagen installiert in Deutschland. Nicht so schlecht. Irgendwo über 2 Millionen PV-Anlagen in Summe, die installiert sind. Wir hatten über 510.000 Elektroautos, die in Deutschland verkauft wurden. Wir haben über 350.000 Wärmepumpen. Und Sie sehen es hier auf dem Bild, all diese Komponenten plus die Hausverteilung, der klassische Hausverbrauch, all die kommen eben in der Technikzentrale im Zählerschrank zusammen. Das heißt, alle Energie im Gebäude muss einmal durch den Zählerschrank durchgehen, muss dort gemanagt, orchestriert werden und es muss natürlich dafür gesorgt werden, dass die Sicherheit, die elektrische Sicherheit gewährleistet bleibt. Stichwort Zählerschrank ist natürlich automatisch verbunden mit der Marke Hager, was uns wiederum legitimiert ins Zentrum rückt, uns diesem Thema auch wirklich anzunehmen, Energiewende. Und daher sagen wir für uns, unsere Aufgabe ist es, die Gebäude fit zu machen für die Energiewende, aber nicht nur die Gebäude, sondern auch das Handwerk fit zu machen für die Energiewende, denn nur mit der Hilfe des Handwerkes, mit der täglichen Arbeit der Installateure, Planer und so weiter, ist es möglich, die Gebäude auf Stand der Technik zu bringen und zukunftsfähig zu machen. So, kommen wir von der Technik jetzt etwas mehr zu dem Thema Handel, Energie, Nutzung. Was mache ich heute, wenn ich eine PV-Anlage auf meinem Dach habe? Ich erzeuge und ich nutze den Strom möglichst selbst. Das bringt mir typischerweise die beste Wirtschaftlichkeit, denn anstatt meinen Strom für 30 bis 50 Cent je nach Vertrag zu kaufen, die Spreizung ist sehr, sehr groß inzwischen. Sie wissen das, 2022, 2023 sind die Preise sehr stark explodiert, was Strombezugskosten angeht. Das hat sich dieses Jahr etwas normalisiert, wurde wieder etwas abgesenkt. Je nach Vertrag, den man noch besitzt, ist das aber so die Range, in der man sich heute befindet. Anstatt diesen Geldbetrag monatlich an meinen Energieversorger zu zahlen, nutze ich meinen selbst erzeugten PV-Strom, den ich typischerweise für 8, 9 Cent pro Kilowattstunde erzeugen kann, hängt natürlich auch sehr, sehr stark von meinen Gegebenheiten vor Ort an, aus denen sich entsprechende Installationsaufwände und Kosten ergeben. Darüber spare ich Geld und habe damit eine Wirtschaftlichkeit für meine Anlage. Alles, was ich nicht lokal verbrauchen oder speichern kann, schicke ich für inzwischen nur noch 7, irgendwas Cent ins Netz, verkaufe es an den Netzbetreiber und bekomme meine EEG-Vergütung. Ist natürlich nicht sehr attraktiv, wenn ich überlege, ich bekomme 7, irgendwas Cent für einen Strom, den ein anderer meinem Nachbarn wiederum für 30, 35, 40 Cent verkauft. Da stelle ich mir natürlich automatisch die Frage, und auch mein Nachbar, warum kann ich nicht von meinem Nachbarn den Strom kaufen, beziehungsweise ich als Erzeuger, warum kann ich den nicht an meinen Nachbarn verkaufen? Ich möchte gar nicht die 30, 35 Cent, mir würden ja schon 20 Cent oder 25 Cent reichen. Immerhin mehr als meine 7 Cent EEG-Vergütung. Und das ist ein Themenfeld, Sie haben es angesprochen bei der Einführung, wo wir viel, viel Entwicklungspotenzial in den nächsten Monaten und den nächsten Jahren sehen, diese Energie-Communities zu vertiefen und zu etablieren in der Breite. Dazu gehört auch die Energieversorgung im Quartieren, dazu gehört wirklich das direkte Handeln von Energie von einem Haus zum anderen, in der direkten Nachbarschaft, auch die Idee natürlich, über größere Distanzen die Energie zu handeln. All das ist technisch, regulatorisch, also technisch sowieso, aber vor allem auch regulatorisch mit sehr, sehr viel Aufwand heute schon möglich, aber aufgrund des hohen Aufwandes tatsächlich nicht praktikabel.
Das heißt, wir brauchen hier eine andere Regulatorik und vielleicht auch eine andere Technik, weil wenn ich jetzt meinem Nachbarn Strom verkaufen möchte, möchte ich das jetzt erstmal die nächste Stunde dem Nachbarn rechts von mir, die nächste Stunde dem Nachbarn gegenüber und die dritte Stunde sonst wem verkaufen. Das heißt, es sind immer relativ kleinteilige Verträge, die ich hier abschließen muss und kleinteilige Zahlungen. Ich meine, wir reden Kilowattstundenpreise, ich habe es erwähnt, 20 Cent. Und wenn der jetzt mal 2 Kilowattstunden, 3 Kilowattstunden verbraucht, bin ich bei 40, 60 Cent. Da ist es mein Aufwand nicht wert, mich dahin zu setzen und mit Zettel und Stift eben eine Stromrechnung zu schreiben, die dann auch noch alle energiewirtschaftlichen Anforderungen erfüllt. Das heißt, hier werden wir viele Modelle finden, die diese Abrechnung automatisiert erstellt. Viele denken da direkt an Blockchain, mit Fragezeichen versehen, weil Blockchain hat immer den Nachteil, sie ist sehr, sehr, sehr energieintensiv. Und um in der öffentlichen Blockchain irgendwo einen Vertrag abzuzeichnen, zu hinterlegen, da haben Sie gerne mal Kosten pro Vertrag von 5 Euro. So, und dann haben Sie 40 Euro Handel gemacht und 5 Euro Gebühren fürs Speichern. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, dort muss man schauen, braucht es wirklich die neutrale Entität Blockchain, um kein Intermediär zwischen mir und meinen Nachbarn zu haben, oder gibt es einen verlässlichen, vertrauenswürdigen Player, Handelspartner, der diese Transaktion für uns abwickelt, der eben nicht diese hohen Blockchain-Kosten verursacht, sondern der dies kostengünstig realisiert. Das sind Themen, an denen wir arbeiten, an denen wir schauen und wirklich viel, viel Potenzial sehen. Nun gibt es aber einen weiteres Element, und zwar so die gegenteilige Seite der Medaille. Wenn wir uns überlegen, wann würden wir solche Energie möglichst einkaufen? Natürlich immer dann, wenn sie günstig ist. Wann ist sie günstig? Die erste Reaktion ist, wenn die Sonne scheint. Das ist bedingt richtig. Viel wichtiger ist, wenn der Wind weht. Aber am allerschlimmsten ist, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, weil dann ist der Strom fast schon wertlos, also hat einen sehr, sehr geringen Preis. Und man muss wirklich schauen, dass man ihn verteilt bekommt und dass man Abnehmer für den Strom in diesen Zeiten findet. Und mit den Komponenten, die ich Ihnen vorher gezeigt hatte, mit dem Elektrofahrzeug, mit dem Batteriespeicher, findet man diese Abnehmer. Relativ einfach in Zukunft sogar. Und dann kommt die Physik ins Spiel. Wie meist, das notwendige Übel, was man irgendwie beherrschen muss. Und gerade wenn man sich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigt oder mit rechtlichen Themen, und dann kommt irgendwann die Physik rein und macht einem alles Schöne, was man sich ausgedacht hat, kaputt. Ähnlich ist es hier. Denn es kommt schlussendlich oder kann mit sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeiten zu Netzüberlastungen kommen. Ganz plakativ gesprochen, der Strom ist günstig und plötzlich fängt ein ganzer Ort an, der smart ausgestattet ist mit all den Komponenten, all seine Elektrofahrzeuge mit voller Leistung zu laden, 11 kW pro Elektroauto, plus die Batteriespeicher voll zu laden, nochmal 3, 4, 5, 6 kW rein. Ja, das wird der Ortsnetztrafo nicht mitmachen und das werden im Zweifel auch die Kabelleitungen in den Straßen nicht mitmachen. Das heißt, hier gilt es auch Mechanismen zu finden, die sich um das Netz kümmern. Und genau da setzt unser Peer-to-Peer-Leistungshandel an. Die Idee des Peer-to-Peer-Leistungshandels war es nicht, die Energie zu handeln. Dafür haben wir die Mechanismen, die ich davor vorgestellt habe, die wichtig sind, die zukunftsfähig sind und die auch in der Zukunft immer stärker implementiert werden. Die Idee des Leistungshandels ist es, in diesem Umfeld für die Stabilität und die Sicherheit der Stromnetze zu sorgen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie funktioniert das Ganze? Und dazu möchte ich Ihnen ein stark vereinfachtes Stromnetz einmal hier zeigen. Sie sehen die Ortsnetzstationen, hier mal mit einer Leistung angegeben, 400 kVA. Die absoluten Zahlen sind vielleicht gar nicht so wichtig. Sie sehen rechts drei Häuser. Und über den Häusern sehen Sie einen Wert von 5 kVA stehen. Was bedeutet das? Ganz einfach. Wir haben uns gedacht, wenn wir auf einem grünen Feld anfangen würden, so ein Stromnetz aufzubauen, komplett neu, und wir mal über die Grenze schauen, wie andere das tun, dann stellt man fest, da wird nicht wie in Deutschland einfach mal so frei riesige Anschlüsse, Netzanschlusspunkte vergeben mit 40, 50 Ampere, 63 Ampere, sondern wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, da gibt es dann so Hausanschlussverträge mit 6 kW, 9 kW, 12 kW, aber das ist schon der teure. Und
Was machen die französischen Netzbetreiber, wenn man drüber kommt? Ganz einfach, die schalten einen aus. Und dann sitzt man im Dunkeln, hat direkt die Rückmeldung, ich habe es übertrieben. Man fängt an, seine elektrischen Heizungen, kehrt, was auch immer, abzuschalten, geht in den Keller, macht die Hauptsicherung wieder rein und betet, dass sie nicht gleich wieder rausfällt. Ist natürlich irgendwo Technik aus dem letzten Jahrtausend, nicht das, was wir wollen. Aber wir haben gesagt, warum geben wir nicht jedem Haus eine Leistung und diese Leistung spiegelt in Summe die Leistungsfähigkeit des Netzes wider. Das kann die Ortsnetzstation sein, das kann eine Mischung aus Ortsnetzstation und Kabelleitungen sein, das individuell zu betrachten. Und wir haben auch aus diversen Gründen, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehen würde, weil das würde den Rahmen hier komplett sprengen, auch dem Netzbetreiber nochmal so eine kleine Reserve von 50 kVA zugeteilt, mit denen er auch agieren kann. Und das Entscheidende ist, diese Leistung, die gehört jedem Haus. Also der oben links hier, der mit dem grauen Auto, dem gehören die 5 kVA, genauso wie dem in der Mitte, wie dem unten. Und von 0 bis 5 kVA dürfen die Häuser machen, was sie möchten. Völlig egal. Aber dann kommt die entscheidende Frage. Jetzt möchte der in der Mitte sein schönes graues Elektrofahrzeug vor der Haustür laden und möchte dafür 10 kVA. Ich weiß, typischerweise 11 kVA plus Hauslast. Wir wollten es einfach gestalten auf den Folien, deswegen 5 und 10 und 2. Möchte 10 kVA laden. Was macht er nun? Gleichzeitig ist aber unten drunter derjenige, dessen Elektroauto vielleicht schon geladen ist, der ja, keine großen Lasten hat, ein bisschen Fernsehen schaut, die Stereoanlage laufen hat und irgendwo auf 2 kVA Verbrauch kommt und seine 5 kVA, die ihm gehören, gar nicht ausschöpft. Was wäre naheliegend? Wir müssen irgendwo die verbleibenden 3 kVA von dem zu dem darüber bekommen. Und wie bekommen wir das darüber? Über einen Marktplatz. Das heißt nichts anderes, als dass derjenige in der Mitte, der die 10 kVA benötigt, sich die 3 kVA auf dem Marktplatz von dem rechts daneben kauft, plus die 2 kVA in dem Beispiel vom Netzbetreiber auf dem Marktplatz kauft. Hat mit der Physik erstmal nichts zu tun, das Kabel bleibt das gleiche. Der Unterschied ist nur, durch das Kabel fließt immer noch genauso viel Leistung durch wie davor. Sie teilt sich nur anders auf. Und derjenige, der die 2 kVA nur noch besitzt, der hat 3 kVA für eine Zeitscheibe, zeitlich begrenzt, verkauft, der darf auch nicht über die 2 kVA gehen. Das heißt, das Kabel sieht immer in der Summe für diese 3 Häuser immer noch nicht mehr als 15 kVA, nämlich das, was es kann. Und das für das gesamte Netz. Somit haben wir eine theoretisch inhärente Stabilität in unserem Verteilnetz. Und was soll das Ganze jetzt mit dem Marktplatz? Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, wenn viel, viel erneuerbare Energie erzeugt wird, geht der Preis stark runter und alle wollen laden. Jetzt müssen aber alle anfangen, sich die Leistung zuzukaufen. Und plötzlich wird der Marktplatz, das Angebot wird sehr, sehr knapp, die Nachfrage geht hoch und da wissen wir alle, was dann passiert. Der Preis geht hoch. So, und zwar der Leistungspreis. Und das heißt plötzlich, kriege ich zwar günstig Energie, aber ich muss viel, viel Geld für meine Leistung bezahlen. Das heißt, wenn ich beide Preise zusammenrechne für mich, bildet sich irgendwo ja, ein stabiler Wert in der Mitte dazwischen. Und ich muss entscheiden, ist es mir das noch wert, diese günstige Energie für den hohen Leistungspreis zu kaufen? Oder wird mir das dann in Summe doch zu teuer? Dieser Gleichgewichtspreis, der sich ergibt am Marktplatz. Und ich verzichte lieber, obwohl die Energie günstig ist, mir diese Leistung, diese Energie zu kaufen, denn die Leistung würde es mir in Summe zu teuer machen. Und dadurch regle ich dieses Überschwingen des Gesamtsystems bei niedrigen Energiepreisen automatisch aus. Das Ganze, ich hatte es gesagt, ist zeitlich begrenzt. Es ist nicht so, dass er jetzt dauerhaft diese 3 kW verkauft hat, sondern hat er für gewisse Zeitscheiben, beispielsweise 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Zeitscheiben verkauft. Und natürlich kann dieser Handel auch innerhalb dieser Zeitscheiben stattfinden. Das heißt, wenn ich in so eine Zeitscheibe reinlaufe und ich sehe, oh, mein Hausverbrauch geht jetzt plötzlich hoch,
das kann ich nachkaufen, auch innerhalb der 15 Minuten, der 5 Minuten oder 10, 15 Minuten Zeitscheibe. Ich muss natürlich immer kontinuierlich schauen, reicht mir die Zeit im Nachgang noch, um im Mittel zumindest meine Leistung einzuhalten. Und im Zweifel muss ich natürlich abregeln, meine Speicher entladen und für die nächste Zeitscheibe schauen, dass ich genug Leistung eingekauft habe. Jetzt können Sie sich natürlich die Frage stellen, soll ich mir jetzt zu Hause den ganzen Tag hinsetzen und mit meinem Nachbarn anfangen, Leistung zu handeln? Natürlich nicht. Auch das funktioniert vollautomatisch. Das heißt, Sie bekommen eine Art Energiemanagementsystem. Sie haben sowieso ein intelligentes Messsystem zukünftig mit Smart Meter Gateway und darüber kommunizieren Sie mit einem Marktplatz und Ihr Energiemanagementsystem im Rahmen der Parameter, die Sie vordefiniert haben, fängt an, am Marktplatz teilzunehmen, zu handeln, Ihre Leistung zu verkaufen, Ihre Leistung zu kaufen. Und das Schöne dabei ist natürlich, wir reden oftmals in der politischen, gesellschaftlichen Diskussion darüber, dass die Energiewende lediglich ein Thema für die wohlhabenden Einfamilienhausbesitzer ist. Hier haben wir ein Thema, wo wir sagen, nee, hier können alle mitmachen. Und vor allem diejenigen, die keine großen Elektroautos fahren, die keinen hohen Energieverbrauch haben, denen aber genauso ihre Leistung gehört aus dem Netz, können 24/7 Leistung verkaufen, nämlich genau an diejenigen, die ihre Elektrofahrzeuge ständig mit voller Leistung laden wollen und dann entsprechend auch die höheren Preise für die Leistung zahlen müssen. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Konzept in aller Kürze einmal näher bringen, verdeutlichen, was uns so ein bisschen auch umtreibt, wie das Energiesystem der Zukunft funktionieren könnte. Und freue mich.